In Silverstone wurde das erste Mal getestet. Es geht schon besser vorwärts wie vorher. Beim Beschleunigen aber das Auto ist auch wesentlich stabiler zu fahren, wenn die Leistung einsetzt durch den Turbo. Im ersten Moment relativ wenig Leistung da. Dann kommt die Leistung recht kräftig auf einmal und dadurch ist das Auto schon stabiler zu fahren. Man muss jetzt schon etwas die Fahrweise verändern, man muss wesentlich runterfahren. Dadurch, dass man immer versuchen muss, den Ladedruck hochzuhalten, dass immer die Leistung gut anbindet. Teamchef Tyrrell entscheidet salomonisch. Brandl fährt die nächsten beiden Rennen, Bellof dafür in Deutschland und in Österreich.